Massenpanik bei Halloween-Fest in Südkorea. Nach Angaben lokaler Behörden sind bei einem Halloween-Fest in der Hauptstadt Seoul mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Vermuteter Auslöser des Dramas: Die Opfer wurden in einer engen Straße von der Menschenmenge erdrückt. Es gibt viele Verletzte. Weitere Tote werden befürchtet. An der Feier hatten 100.000 Personen teilgenommen. Ein Polizist, der anonym bleiben will, sagt, dass er über eine Massenpanik informiert worden sei. Lokale Medien wiederum berichten, dass der Massenansturm ausgelöst worden sei, weil ein nicht näher genannter Prominenter in einer Bar zu Besuch war. Von der nationalen Feuerwehrbehörde war zu hören, dass die Menge wohl nach vorne gedrückt habe und die Menschen dabei vermutlich erdrückt worden seien. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Ersthelfer mehrere auf der Straße liegende Menschen reanimieren. Es sollte Südkoreas größte Party werden. Nach der Corona-Pandemie sollte endlich wieder ausgelassen gefeiert werden. Doch der Abend endete als Todesdrama.